So, Outfit ist geändert, dann können wir jetzt spielen. Muss nur kurz mal. Warte, noch nicht ganz. Ne, ich wechsle gerade noch die Pistole aus. Alles klar. Hau ihr noch ein neues Magazin rein. So, man soll mich ja nicht erkennen können, wenn ich drinne bin, ne? Ich habe eigentlich nur das Gesicht verändert. Und siehe da, er hat noch ein Auge. Ein zweites. Es war nur Tarnung. Er sollte seinen Feinden Angst machen. Oh, guck mal, da ein Buschspooky. Wo bist du, Julian? Ich sehe dich gar nicht. Ja, gleich müssen wir wiedersehen. Ich stehe hier, ich stehe vor deinem Namen, aber ich sehe dich überhaupt nicht. Guck mal, ich habe was mitgenommen, falls es mal wirklich zur Sache geht, ne? Ist das diese MG 112 oder was das ist? Was hast du für einen Aufkleber? Was ich doch nicht. Was ist das denn? Mach mich doch nicht. Meiner ist geiler. Upsi. Ah, warte. Ach, der Wolf. Naja. Aber ich finde das nice, dass wir jetzt beide in Schwarz gekleidet sind, ohne uns abzusprechen, ne? Ich renne aber vorher schon in Schwarz rum und ich finde Schwarz so und dann so mit Skimaske jetzt besser. Weil vorher sah ich ja echt aus ein bisschen wie Solid Snake und das war ja eigentlich gar nicht geplant. Ich habe jetzt eine Gasmaske auf. Ich weiß. Ach, hast du sogar jetzt das Oh Buschspuki-Kostüm lol. abgelegt? Alter, ich will ja nichts sagen, ne? Aber guck mal auf die Markierungen, die ich jetzt raushau. Ach, Polizei? Ja. Das Das heißt, ist eine Unidatei. wir dürfen jetzt überhaupt keine auffälligen Bewegungen machen, ne? Ich kenne eine kleine Gruppe Haben die ein Alarmsystem? habe bis jetzt noch keins gesehen. Aber das ist ja das Problem. Die alarmieren sich ja über Funk oder so. Okay. Bei dem gelben Dingens hier ist höchstens nur noch was. So, warte, ich schalte den Sniper da oben aus. Ich wechsle meine Position auf die linke Seite. Ab den Sniper. Kampfvorposten. Na geil. Wenn wir den unten ausschalten, kriegt das der Bunker mit. Das heißt, wir müssen erst den Bunker liquidieren. Und hier oben sind auch noch irgendwo Feinde. Hab ihn, aber trotzdem muss hier noch irgendwo einer sein. Jetzt hab ihn. Ah, okay, also nur noch da Ach hinten. nee, da hinten ist auch noch. Warte, da hinten ist auch noch einer, aber den kriege ich auch. Komm, komm, na, komm. Wo ist denn der? Ach, da unten im Bunker, ne? Ja, da. Ja, wenn wir das wissen, ist ja gut. Aber es wäre gut, ihn zu sehen, ne? Hab ihn. Gut, welchen Typen von denen holst du jetzt? Da ich keine langläufige Waffe dabei habe, nehme ich den unteren. Okay, warte. Okay, ich bin bereit. 3, 2, 1, jetzt. Okay. Entschuldigung, ich muss mich noch an die neue Waffe gewöhnen. Hab ihn.
Wo vorhin die Panzersperren reingehüpft. So, mal fotografieren das Ganze. Hier sind Details zu einem Kartellversorgungsheli. Wir müssen ihn nur kapern und den Rebellen zukommen lassen. Einfach, oder? Warte, den hier vorne noch nicht töten. Du meinst den linken? Ja. Sag's mir Bescheid, wann ich schießen darf. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck, wieder runter. Oh, da kommt einer. Okay, killst du den linken? Ja, wenn du die erste Kugel für ihn hast, du abgefangen, ne? Nur mal so. Es wird gleich dunkel. Ich bin oben beim Heli. Na, ich bewege mich unten entlang. Oh! Scheiße, Entschuldigung. Das war richtig knapp. Ich habe nicht gesehen, in welche Richtung der gucken. Aber warte, die brauchst. Ich glaube, die brauchst du nicht. Und dann komme ich zum. Ich hab den LKW. Katari hier Nomad. Wir haben dein Paket. Wir liefern es jetzt ab. Bravo, mein Freund. Holst du mich ab? Die Glasampulle mit dem Impfstoff sind. Warte, ich muss erstmal hier hinten hinfahren. Komm mal hier hinten hin, die habe ich fast gesehen, die Typen. Schon klar, wir sind vorsichtig. Da rennt jemand in unsere Richtung. Okay, fahr, fahr, ja, fahr, fahr, fahr. Oh, ich dachte, das Spiel stürzt gerade bei mir ab. Ja, dachte ich auch erst. Also, weißt du, so Party ruhig, alles ruhig und so. Ich dachte erstmal eine PS4 oder so hat die auch. Ja, ja, aber ich dachte, das ist bei mir auch alles ruhig gewesen. Boah, das ist hier aber auch eine Strecke, ne? Oh ja. Ich glaube, ich tausche mal die SR im. Radio bei dir? Achso, Radio dürfen wir nicht mehr anmachen. Was, echt nicht? Nee. Ach, das ist die Maschinenpistole. Die sind echt Copyright, die Songs. Ich habe für auf zwei Videos Urheberrechtsverletzungsdingsbums gehabt. Ach du Scheiße. Und die waren noch nicht mal veröffentlicht. Oder sind noch nicht mal veröffentlicht. So, ich habe die Maschinenpistole. Die Maschinenpistole ist übrigens die SR635. Genau. Aber die ist auch nicht so geil auf Entfernung. Jan, möchtest du dich eventuell reinsetzen? Oh, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass ich nach draußen gehe. Ich hab den Hundemove gemacht, du. Ich habe hier mal kurz die Zunge schlappern lassen. Und dabei habe ich ein kleines bisschen an dich gedacht. Du, das war sehr unauffällig. Bester Mann. Könntest du mal Gas geben? Maus da unten. Steig ein, 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 steig ein. Ist doch schon erschossen. Ja, Jan, der Truck hat nur noch 77, ne? Ja, das lag ja. Okay, 26. 58, hallo? Nein, 26. Nee, bei mir steht 58. Da steht 26.
Nee, das war ja wohl nicht meine der Schuld, dass der. Am Rauchen. Ist, der qualmt doch nicht schwarz. Oh, doch, da. Aber nur rechts, das ist der Auspuff. Allein den sollen wir noch durch ein ganzes Lager durchfahren, ne? Was machst du denn? Ach so. Aussteigen? Ja, ich hab's gesehen. Soll ich eine Granate schmeißen? Na, warte. Das sehen die, dann rennen die weg. Warte ganz kurz. Lass mich das mal machen. Ich will aber die Granate schmeißen. Du Penner! Ja, wenn du eine Granate geschmissen hättest, dann hätten die das gesehen, wären weggerannt und hätten uns abgeballert. Das wäre mir doch egal gewesen. Nein. Oh nein! Ich krieg den auf der Welt. Ich krieg den noch hier weg. Ich habe aber die Mauer auch erst gesehen, als wir schon rum runterrutschen waren. Oh Mann, ey. No, den haben wir. Das heißt, wir haben jetzt noch die Mission El Emissario. Katari hier, Nomad. Das Paket wurde abgeliefert. Es gehört dir. Danke, Kumpa. Ich stehe in eurer Schuld. Der Impfstoff wird Leben retten. Ich mach da mal eine Blitzreise, ne? Können wir direkt dahin Blitzreise machen? Nee, direkt dahin Ach, nicht. Da bist du. Ja, da wo ich auch gerade war. Haben wir wenigstens wieder einen Hubschrapp-Schrapp. Einen Hübschlaubär? Ja, einen Hübschlaubär. Ohne Witz, ne? Irgendwie, ich weiß ja nicht, irgendwie spackt mein Charaktermodell voll rum, ne? Warum? Ja, meiner ist die ganze Zeit in dieser Position, wie als wenn ich mich irgendwo in der Deckung anlehne. Siehst du das? Du bist bei mir nur normal im Deckungsmodus. Ja, aber pass mal, ja, das meine ich ja. So wie als wenn er sich an eine Wand anlehnt. Kannst du nicht aufstehen? Und guck, wenn ich mein, wenn ich, ja doch. Aber achte jetzt, wenn ich meinen Stick, wenn ich meinen Stick bewege, bewegst du meinen Stick? Also dein rechten meine ich, zu umgucken. Ja. Siehst du, dann bleibst du so stehen. Guck mal, wenn ich den bewege, dann macht er das hier. Dreh dich, kleine Elfe, dreh dich. Danke. Dann mach doch am besten die Audio aus, die Musiklautstärke. Nein. Weil es gibt hier auch Lieder, die sind nicht von der GEMA. Ja, willst du jetzt bei jedem Lied googeln, was läuft, oder was? Nee. Erst Shazam anmachen? Nein, nein. Ich lasse es einfach, eiskalt hoch, da kann ich doch nichts. Na gut. Ich verdiene ja einen Furz mit YouTube, also von daher kann ich die Scheiße auch machen. Ja, verdienst einen Furz ist jetzt schon übertrieben, ne? Ja, okay. Also du verdienst ja nicht mal einen Furz. Es ist ein, naja, es ist der Rauch, der hinten rauskommt, ne? Naja, könnte man nicht jetzt. Das Braune oder was? Naja, eigentlich kriegst du ja gar nichts durch YouTube. Naja, 10 Cent, ne? Oh! Tango ist tot. Danke. Mhm, wusste ich doch. Naja, ich dachte, du sollst auch mal was machen, ne? Mhm. Oh. Warum steigst du denn da ins Auto ein? Faule Sau. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Wie faule Sau? Tut. Nimm mich mit! Hab ich! Ich hab dich voll mitgenommen. Das ist jetzt nicht passiert. Ich glaube doch, ja. Hab ich dir irgendwas getan? Nö, du hast doch gesagt, ich soll dich mitnehmen, hab ich doch gemacht, oder nicht?
Ach, okay. Na, jetzt will er nicht mehr fahren, ne? Das ist richtig. Achtung, da sind Unidad-Patrouillen im Gebiet. Vielleicht sind die hier, weil wir in Okoro so viel Stoff aufgewirbelt haben. Boah, der wie hell. Setze Drohne ein. Abschuss bestätigt. Sehr okay, klein, das ist alles groß. Also ich würde ja liebend gerne, ne? Ach du Scheiße. Guck mal, was da alles ist. Guck mal, das wird gleich. Das wird gleich ziemlich spaßig. Das ja. Ich hab 20.000. Ich kenne eine kleine Gruppe Feinde. Alter. Ach, 20 du. Leute und wir haben nicht mal alle. Ich werde mich jetzt gleich zu der 1 bewegen. Zu dem Scharfschützen, ne? Ja. Richtig, und mich dann da oben hinstellen. Boah, Alter, da sind noch sau viele im Gebäude drinne. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ja. So, also wir sollten jetzt wirklich extrem aufpassen, was wir abballern. Weil ich glaube, wenn wir den falschen abballern, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Ey Jan, willst du die Trophäe haben? Mit dem Sniper und der Pistole töten? Wie? Ach so, hast du die schon? Ich hab die schon, ja. Wie kamst du denn da hoch? Einfach. Ach hier. Rennen und X-Bam. Du hast die schon? Ja. Dann nehme ich die doch gerne. Ja, dann schieß den schon mal ab, dann kann ich schon auf Position gehen. Oh, wenn das jetzt ein Plot-Twist gewesen, hätte ich jetzt nicht einen Schalldämpfer drauf gehabt, ne? Hm. Alter, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll anzuschießen. Ich schwör's, ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll zu schießen. Ich würde sagen, die Scharfschützen oben auf dem Dach direkt vor uns. Ich nehme den rechten. Warte kurz, ich muss Position wechseln. Alles klar, ich nehme die 1. Dann zähl mal runter. 1, also 3, 2, 1. Tango getroffen. Jo, das haben die gehört. War wie das denn? Aber auch nur die Bullen. Da ist einer. Hab ihn. Ich weiß warum. Ja, da kommt noch einer. Kriegst du denn? Ja, er ist tot. LOL! LOL, die killen sich gegenseitig! Echt jetzt? Ja, die ballern sich gerade gegenseitig über den Haufen. Oh mein Gott, das ist mal mega logisch gemacht, ne? Ach, dachten die jetzt, die greifen sich gegenseitig an, oder was? Ja. Tango getroffen. Wie geil ist das denn? Gut, dann sind jetzt von den 20 Anfangstypen nur noch gefühlte 5 übrig. Oh, fuck. Ey, lass dich nicht entdecken, ne? Sind nur noch die... Oh, scheiße, ich bin runtergefallen. Ja, egal. Ich bin gerade auch am Angreifen. Wie macht man denn nochmal ein Nachtsichtgerät an? Steuerkreuz nach rechts. Ah, okay, weil er hat sich bei mir nicht gemacht. Ach, in der Waffe machst du damit ja den Feuermodus. Ne, lass mich sie umstellen. Über rechts kommt noch einer bei dir. Von da hinten irgendwo. Da habe ich gerade mit meiner Thermalsicht noch rüberhuschen gesehen. Der ist über mir. Hol mir da hinten. Ich hole mir da hinten den. Okay, warte. Der ist schräg rechts über mir. Hinter mir ja, müsste er jetzt sein. Ja, aber nicht weg. Also ich würde mal sagen, das war der beste Plan. Der ist auf unserer alten Position.
getroffen. Ich bin oben. Alter, das mit den Gebieten haben sie echt geil hingekriegt, ne? Komm mal hoch. El Emissario ist soeben abgetreten. Checkt selbst, ja, warte. Schaut sich seinem Großvater zu stellen. Wie krank. Haben wir ihn dazu getrieben? Hör auf mit dem Scheiß, das war seine Entscheidung. Wir müssen ihn durchsuchen. Vielleicht hat er etwas bei sich. Boah, wie übel. Hat er sich selbst gekillt? Ja. Wie kommt man denn hier auch? Ach da. Guck's dir an, Alter. Wie übel. Ich durchsuche ihn mal. Oh, das ist jetzt die Frage, ob das so wirklich freiwillig war, ne? Hey, da ist ein Abschiedsbrief. Was war das? So eine Waffe hätte ich übrigens gerne. Was ist passiert? Selbstmord. Hat El Sueño eine Nachricht verfasst, dass er die Schuld für die Labor... Bestimmt ganz nice. Ist das so, nicht, warte mal. Ist das nicht einer aus dem Wilden Westen? Der Scheißkerl, wir hatten El Jato schon im Sack. Und jetzt das. Auf deine beste Freundin kannst du dich verlassen. Ich habe nicht das gemacht, was wir erwartet haben. Das kommt schon mal vor. Machen Sie so etwas öfter? Ich tue, was der Job verlangt. Alter. Ist das die Pistole? Oh, ein Video. Hm. Warte, ich guck's mir kurz an. Innovation gegen Erfahrung. Technologie gegen Tradition. Jung gegen alt. La Gringa gegen El Jayo. Ich hatte gehofft, sie würden einander beflügeln. Doch sie kamen nicht klar. Sie waren zu verschieden. Ich stelle Kokain seit Jahren zuher. Das ist genau das Problem. Unser Produkt war so gut, dass die Nachfrage weiter stieg. Wir kamen nicht nach. Egal wie ihr es macht. Wissenschaft, Tradition, Voodoo. Nur macht mehr. Sonst finde ich jemand anderes. Mein Gott, der tauscht ja auch seine eigenen Männer aus wie Handschuhe, ne? Gebe ich mich. Warte, da oben. Kannst du da oben landen? Boah, ich sehe, wie schön, dass du mich gleich weggerotorst. Nein, nein. Ah, nice. So, was, so, was dann markieren wir das nächste. Okay, ich würde mal sagen, Moment, ich scroll mal kurz raus. Wir haben als nächstes Ziel, finde ich, damit wir die Karte hier mal clearen, nehmen wir doch erstmal das hier. Also bitte einmal in dieses Gebiet reinfliegen. Warte mal. Caimanes. Hm? Wieso Caimanes? Nee, schon gut. So, wohin? Ach da, San Mateo. Alles klärchen.